Sehr gut machst du das. Wir gehen direkt in den That's Me. Besten Anmachsprüche auf der Reeperbahn. Zu einem neuen Video. Ja, wie man es unschwer erkennen kann, ich befinde mich hier mitten auf der Reeperbahn. Hinter mir die große Freiheit. Und ich werde die Leute mal fragen, was sind denn die besten Anmachsprüche, die man hier auf der Reeperbahn so machen kann. Mein Name ist Marc Eggers, Johnny Tapia, hinter der Kamera, Hamburger Reeperbahn. Jetzt geht's los, auf geht's. Hallo. Na, wer bist du denn? Aileen, und du? Ich bin der Marc. Wie wirst du? Servus, Aileen. Ich hätte heute auch noch ein Angebot bekommen, vorzugehen. Wenn, dann natürlich ohne Alkohol. Glaubt man kein Mensch, aber ist so. Die Entscheidung habe ich getroffen. Bin mir aber noch nicht sicher. Passage eingekrochen, ein bisschen schauen, ein bisschen Schnecken checken. Bist du denn gerne angemacht, Aileen? Keine Ahnung. Ran an die Banane. Ran. Okay. Ran lieber. Jawoll. Oha, Marc. Bis er irgendwann aus That's Me Hashtag MeToo wird. Was soll der Mann denn sagen? Hey, wie geht's? Wo geht's für euch hin? Erstmal in die Wodka-Bombe. Was trägst du unter? Die Wodka-Bombe. Der Jacke? Gar nichts. Ein Hauch von nichts. Ja, ich. Recht hat er. Recht hat er. Was trägst du unter der Jacke? Gar nichts. Ein Hauch von nichts. Ja, ehrlich, du bist der größte Motherfucker. Was ist der beste Anmachspruch? Das will ich nicht machen. Ich weiß nicht, ob ich das ins Video reinschneiden wird, auch wenn ich dort eine abschmuss. Ich weiß nicht, ob ich das reinschneiden wird. Das ist zu sehr, schaut's mal, ich bin Aufreißer. Wisst ihr, ich meine? Ich glaube nicht, dass ich das machen würde. Außerdem, da hast du nur Schere rein dann. Da kriegst du nur Stress mit den Girls oder von den Girls, mit denen du was hast. Wisst ihr, ich meine? Ben Schatte, guter Spruch, E-Puppe, wüsst an Quickie oder die Fuhr in 3 Minuten. Der ist lustig. Boah, überall ist 2G, aber du bist 1A. Das ist es. Okay. Was anderes hätte ich nicht erwartet. Ja. Der war nicht mal so scheiße. Seid ihr da? Wir sind da. Ihr seid da. Natürlich. Was sollen die Leute machen? Liken, abonnieren, kommentieren. Wohin mit den Daumen? Nach oben. In den Po. Was sind denn die besten Anmachsprüche, die man hier auf der Reeperbahn machen kann? Am besten gar keine. Gar keinen will ich heute nicht hören. Mädels, wir sind gerade gestartet. Wir brauchen jetzt gute Antworten. Einfach höflich sein. Ja. Respektvoll. Ja. Ich rieche eine Fahne. Was auch ganz gut ist, wenn ihr irgendwo bei einer Party hingeht, geht's zu irgendeinem Mädel und sagt, du bist mit Abstand das hübscheste Mädchen, das ich heute gesehen habe. Ich liebe dein Outfit. Schönen Abend. Und dann gehst einfach. Dann gehst du einfach. So, dann denkt sich die, wow, der ist einfach nur hergekommen, weil er mir ein ehrliches Kompliment machen wollte, ohne dass er mich angriff. Und dann sieht man sich zufälligerweise und dann sagt die nochmal Danke und dann sehr, sehr gerne. Und dann versuchst du aber, das Gespräch gar nicht mehr groß aufrechtzuerhalten, sondern sie führt das Gespräch. Und dann, okay. Ihr wart schon unterwegs heute. Nee, wir starten jetzt erst. Dann hast du Knoblauch gegessen. Ja, aber irgendwas ist doch da gerade schon. Ich bin Nathalie. Nathalie, was sind denn die besten Anmachsprüche? Ist das die Freundin vom Drachenlord? Brüche, die man hier auf dem Kiez machen kann. Oh Gott, ich kann euch mal sagen, was ihr nicht machen solltet. Einfach nur in die Titties zu starren. Ja, okay, dann übertreib halt nicht deine Lage. Da kann man nur hinschauen, das schaut aus wie ein Autounfall. Katastrophe. Das ist ja nicht so, dass attraktiv wäre, wie du das da hier gestaltest. Sondern das ist einfach so furchtbar. Das ist wie wenn du an einer Baustelle vorbeigehst und du siehst ein ausladendes Maurerdekolleté. Da musst du auch hinschauen. Dann schaust du den Bauhacker halt bis auf die Rosette. Aber du musst halt hinschauen. In die Titelstunde weitergehen. Du besitzt auch ein Gesicht. Es ist ein tolles Outfit. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ja. Als was gehst du denn heute hier an Karneval? Das ist meine... Als Missraten oder Misslungen? Ihre Persönlichkeit? Ich weiß es nicht. Schaut mal hier, das ist doch mal ein Outfit, oder? Oh, von Katastrophe. Hinten sogar auch. Kann ich Werbung für mich machen? Ja klar, natürlich. Hat es wie als du vom Müll gefallen bist? Ich wollte gerade skippen. Das war, du siehst aus wie ein Engel. Kannst du einmal Mu machen? Ich kann Mäh. Ich kann Mäh machen. Mach mal einmal Mäh. Warum kannst du Mu nicht? Mäh. Ran an die Banane. Bester Anmachspruch. Hey. Ich bin's, Jamil. Bei dir wäre das dann Marc. Ja, Bro, du guckst mich gerade wirklich an, als ob du mich klären willst. Guck in die Kamera. Hey, ich bin Jamil. Mädels. Ran mit der Kiste. Bester Anmachspruch. Hey, Puppe. Irgendwann fällt... Digga, ist die Freundin von meiner Mutter, Digga. Brauch mal Begleitung. Soll ich euch eine aufreißen, oder was? Nee, alles gut. Was braucht ihr? Ja, Digga, ich bin gut in sowas. Die Leute wissen, wenn ich mich darum kümmere, dass jemand eine Freundin bekommt, dann geht's für mich am Ende auf jeden Fall immer gut aus. Klär dir jetzt eine Frau. Danke. Ah, Orange. Darf ich dich was fragen? Bist du Single? Ah, okay, was anderes. Ja.
Ja. Guck mal hier, das ist der Lukas. Ich hab meine Nummer verloren, kann ich deine haben? Willst du mich f***en? Was? Willst du mich f***en? Das sagst du zu einer Frau direkt? Naja, wenn's klappt, dann klappt's. Moment mal ganz kurz. Okay. Weißt du, wie viel ein Eisbär wiegt? Genug, um Eis zu brechen. Du. Fuck, ist das scheiße. Fuck, ist der scheiße. Musst du hingehen und sagen, weißt du, wie viel ein Eisbär wiegt? Weniger als deine fette Mutter, du Schlampe. Und jetzt geh auf die Seite, ich will 2 Wodka Pull bestellen. So muss das machen. Ich glaube, das funktioniert gut. Du musst der Frau immer schön in die Augen gucken und musst ihr sagen, dass sie nicht schöne Augen hat. Wenn du eine Frau wirklich das... wenn die. Oder du gehst einfach zu einer Frau, schaust dir ganz tief in die Augen und sagst, du hast so schöne Hoden. Das könnte zum Beispiel auch funktionieren. Mit dem rechnet die nicht. Wenn die so schöne Augen hat, dann wirst du es auch auf jeden Fall auch merken. Wird das auf jeden Fall sein. Wirst du gerade emotional? Ich werde sentimental, bin ich ehrlich. Ich merke das gerade wirklich. Das Thema immer geht dir nach. Auf jeden Fall, natürlich. Also immer gerne. Dann ist es das auch. Das wirst Bro, du merken. Ich immer das Mikro, Digga. Ich hole mir mal einen Drink. Sag ich mal, wie es ist, ne? Ich sag, wie es ist. Wenn du eine Frau... Wie wollt ihr denn hier angesprochen werden? Beste Anmachsprüche. Oh, nee, die gar nicht. Die gehen gar nicht. Gar keine Sprüche? Nein, auf gar keinen Fall. Bei dir auch nicht? Nein, gar nicht. Für dich? Hallo? Blonde Haare? Ja, bist du eine Blondine? Gar nicht die Frage verstanden. Hey. Genau, die Blondine hat nicht die Frage verstanden. Ich bin Jamil. Saufen! Bist du Single? Ja. Mein Vater ist gerade auf der Suche. Beste Anmachspruch hier bei dir heute? Ich habe tatsächlich noch keinen bekommen. Noch keinen bekommen? Nein. Was würdest du gerne mal bekommen? Einen kleinen Baby-Tornado für die Kleine. Was ist der beste Anmachspruch, den man machen kann hier? Ah, die Jacke ist fresh. Ist das Montclair? Oh, Per, sag mal einen. Ich weiß, sag du jetzt. Nein, also ich gehe einfach immer hin zu den Weibern im Club. Zu den Weibern, immer ganz gut, wenn man die so nennt, ja. Und dann sag ich, ey, du bist echt schön, du bist die Schönste hier im Club. Und dann kriege ich meistens einen Korb. Schau, wie er sich freut. Digga. Bro, aber du bist doch ein großer Typ, ja, stabil. Ich bin auch hübsch. Fresse nicht so nice, Digga. Sagst du? Nein. Oh, doch, hat er genauso gemeint. Ist gut, nein. Weiß ich nicht. Doch, hat er genauso gemeint. Gemein. Kommst auf mich zu, als ob wir uns kennen. Ja, kennen wir uns nicht. Oh, da wird gerade aufgerissen bei dir. Reiß mal auf hier heute Abend, ne? Sind mir die liebsten Gäste hier, du. Sind deine Eltern Terroristen oder warum bist du so bombenscharf? Da kommen sie mal ran. Nein. Da kommen sie mal ran. Ran an die Banane. Jetzt gießt mal hier nochmal den saftigen hier. Ja. Da drüben auch noch. Ja, super. Nochmal Helga, komm mal her. Naja, ich habe das gesehen, dass sie das mal brauchen. Ja, wir brauchen mal eine schöne Umarmung. Ja, genau. Woher kommen Sie? Aus Österreich? Nein, Bayern. Niederbayern. Aus Niederbayern. Niederbayern, Land zu. Sehen Sie zu, dass Sie weiterkommen. Das hast du, ja. Und was hat Sie denn hierher verschlagen auf die sündige Meile? So sündig sehen Sie nämlich nicht aus. Wer weiß, auf die Rollenradl lernst du es von. Auf Tina Turner. Tina Turner? Musical, ne? Genau. Und jetzt würden wir die Olivia Jones suchen. Geradeaus durch und links. Liebe Grüße bestellen vom Jamil. 4, 5, 8, 3. Hi. Jetzt grüßt mal, ihr seid mit dem Video. Ist deine Freundin oder was? Die andere von der Freundin, die da hinten. Ist das in Ordnung, dass er hier mit der anderen rumzüngelt? Nee, nee. Die da hinten, die... Ich bin DJ. Ja, da darf man das. Als DJ darf man, ne? Nein. Warte, stopp. Was ist jetzt hier, was ist mit der Konstellation? Ist das die von vorher? Ich habe die Dame in der Schlange eben kennengelernt. Habe ich ihr meinen Anmachspruch gedroppt, den ich eben in der Kamera gesagt habe. Was hat er dir gesagt? Er meinte, meine Augen sind so blau wie das Meer, aber das Meer... ist nicht so blau wie meine Augen. Und damit habe ich ihre Nummer und ihr Instagram bekommen. Wofür brauchst du das Instagram, wenn du die Nummer schon hast? Ja, schade. Ich war so geflasht, weil das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ja, aber der ist ja so furchtbar beschissen, den sollte man am besten gleich wieder vergessen. Der ist ja richtig scheiße, der macht nicht mal Sinn. Ich sag dir, wie es ist, eine sehr gute Partie. Normalerweise wäre jetzt mein Job, ich würde versuchen, dich klarzumachen. Aber bei dir, Brudi, ich gönn's dir. Schamlos ein bisschen. Weißt du, schamlos? Aber so kennt man mich ja. So ja, kennt ich man weiß ja auch nicht mehr. Happy Corona. Ich heiße Marc Eggers. Ah, hi. Ja. Nee, ich bin DJ. Ein guter Typ, ohne Witz. Nein, wirklich. Ich weiß noch nicht. Nein, der war gerade bei mir im Interview sehr charmant, sehr sympathisch, eloquent. Halt ihn dir mal warm. Was Besseres? Eloquent und bequem. Das findest du heute nicht. Auf diesem Weg einmal ein dickes Dankeschön, wirklich. Ich freue mich so sehr, dass die Videos bei euch so gut ankommen. Das ist alles nicht selbstverständlich. Ich mache mittlerweile auch schon seit, ich glaube, fast 7 Jahren YouTube. Ich liebe das. Crazy, freut mich für ihn. Leute zu unterhalten, also seht es auch immer mit ein bisschen Humor, mit so einem Augenzwinkern. Und ja, ich wollte einfach nur mal kurz Danke sagen, jetzt gehen wir wieder rein. Jetzt labern wir wieder Scheiße. Ihr seid liiert. Ja, ich will hab ihn auf. Ah, Jack and Jones, ui, da hat er hoffentlich was anderes angekommen. Jetzt suchst du jemand Neues. Nein.
Ach, deshalb ist schon in Ordnung. Ist okay, kann man mitleben? Kann im besten Tornado. Wirklich jetzt? Das ist heutzutage das Kriterium, ne? Bei den Damen. Da musst du kein Geld mehr haben oder gut aussehen. Tornado zünden muss man können. Na dann müsste ich es eigentlich, dann müsste ich eigentlich einen guten Riss haben. Problem ist, du musst halt das können, dass du den Schluckreflex quasi ausmachst. Dass du einfach quasi nur runterlaufen lässt und quasi nicht schlucken musst. Ist das der Trick? Runterlaufen lassen und nicht schlucken? Genau, das ist der Trick. Was ist dein bester Anmachspruch? Ah, kennt ihr das? Good morning, Glenn! Something your mom doesn't know. Ehrenmann. Der Beste, ich schwöre, der ist der Beste. Warte mal, der ist der Beste. Ich hab Angst um mein Mikro gerade wieder. Der ist aber der Beste, der macht so, ja, Dings, was ist dein bester Anmachspruch? So, der redet mit dir, ne? Und der legt sich mit der Alten rum. Er macht so, ah. Komm, lass mal beide so machen. Nimm das rein. Was, jetzt eine Pose? Ja. Okay. Sag 1, 2, 3. Funny auf jeden Fall. Auf was bist du? Ich bin Nathalie Silbersdorf, ich bin Künstlerin. Ist aber fest in der Hand, ne? Ja. Stell mir gerade vor, es sei mein... Natürlich! Der ist bestimmt auch ziemlich klein. Okay, das Mikro ist voll groß, Mann. Wenn man so groß, ja, dann wieder Mikro... Ja, du wünschtest, Junge, du wünschtest. Also gleich packe ich aber aus hier. Was ist der beste Anmachspruch, den man hier so machen kann bei einer Frau? Soll ich dir einen ausgeben? Das würdest du gern hören? Die will einfach nur saufen. Ja. Die Golddigger-Mädels, das sind mir die liebsten. Das Lippenstift auf die Zähne. Oh, ja. Nee, ich sag's ja nur, ne? Am Ende kriege ich wieder Ärger, wenn... Anmachspruch an sich. Es war insgeheim. Ja, stimmt, dann werde ich nämlich unsicher und dann hast schon. Dann bist du über ihnen, verstehst? Du musst nur drüber gehen. Einem war es auch einer. Kann ich mal entfernen? Ja. Was ich gut fand, was ich mal gehört habe, war so: Tun dir deine Füße weh, du gehst mir gerade die ganze Zeit durch den Kopf oder so. Boah, ist der schlecht. Ist auch ein Augenschmaus. Wichtig, also der beste Anmachspruch, den ich kenne, ist. Ich habe zwei eigentlich. Darf ich ein Foto von dir machen? Dann fragt sie, warum? Und sagt sie, weil ich dem Christkind zeigen will, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Das. Und was machst du da? Heute haben es gar nicht so schön angesagt. Und irgendwann hatte ich aber noch... Ah, scheiße. Du auch. Ne? Man hat ja immer... Ne? Ja. Beste Anmachspruch, den man hier... Boah, das nächste Mal gehe ich wieder vor dem Stream trainieren. Ich bin echt fertig. ...hier so machen kann. Brauchst du eine Füllung, du Praline? Ich muss keinen Anmachspruch machen. Ich zeig die hier und dann ist ja schon alles da. Mach ein Kompliment über die Augen, mach ein Kompliment über das Outfit. Sind die echt? Aber sind die, ist das, ist das in der Maske gemacht, oder? Das Outfit ist immer das Beste, bei, wenn du eine Dame erobern willst. Ansonsten be nice und versuche wirklich Augenkontakt zu halten und nicht immer... Ich finde, mein Mikrofon passt in deine Haare. Grüße an Big Tony. Komm her, komm, dir ist kalt. Alles wird gut, ne? Ja, danke. Komm, passt auf euch auf. Der macht das richtig. Du bist eine Süße. Dankeschön. Du bist echt eine ganz Süße. Dankeschön. Ja, danke. Ah! Sehr gut machst du das! Wir entzwirbeln den besten Tornado Deutschlands. Bro, zieh mal die Chädel. Ah, was ist das für eine Hunde? Du, der von den Elevator Boys, Digga? Das bin ich. Wie heißt der nochmal? Tim Checker. Meiner Bruder aber. Was ist dein bester Anmachspruch, mein Jutz? Gib mir ein Bier und dann zieh ich einen Tornado, Digga. Was sagst du zu den Frauen? Gib mir ein Bier und dann zieh ich einen Tornado, Digga. Was sagst du zu den Frauen? Gib mir ein Bier und dann zieh ich einen Tornado, Digga. Was sagst du zu den Männern? Gib mir ein Bier und... So, Drink ausgeben funktioniert immer. Ja. Ich sehe, habt ihr... Wie die da einfach auf Assi mit ihren Getränken herumlaufen. Schon Schniegeboys am Start, ne? Ich bin Jamil. Die Brüste waren nur eine Prothese. Das wollte ich wissen. Siehst? CXOXO, du hast verstanden, was ich wollte. Ola Kala, Junge. Hier. Ich habe mich immer gefragt, wer trägt den Scheiß. Aber es gibt tatsächlich welche. Ja. Geil, Leute. Ich verlink's unten. Oha, Marvin. In der Infobox. Ola Kala. Ist gut oder nicht? Bist du zufrieden mit der Qualität? Safe. Ne? Wichtig auch mit dem Hemd. Beste Brand, sag's. Ja, das beste Brand. Aber das ist auch eine Kombo hier. Mit Hemd, Ola Kala. Ja, ich wollte es Nuhu, aber... Mit dem Pulli wird's nichts, glaube ich. Ey, ist verlinkt unten in der Infobox, Leute. Ola Kala. Jetzt wirst du. Okay. Bist du Single? Ja, die ist hübsch. Ja. Wie heißt du auf Instagram? Emily. Und du bist auf der Suche nach einem erotischen Abenteuer? Ja, absolut. Ich hab mein... Ich glaube, ich muss auf die Reb... Ach, Maxl, das sind keine Videos für dich. Schlüssel verloren, kann ich bei dir schlafen? Wenn du möchtest, könntest du das machen, ja. Okay, cool. Komm, dann gehen wir. Ja, okay. Ich stehe aber auf an. Was hat er gefragt, Leute? Gesagt, Leute, wer weiß es. Da werden wieder die Tornados entzwirbelt. Jungs, es war gut. Ja. War gut? War okay. Was würdest du selber sagen? Sei ehrlich, Digga. War eine 2 aus 10. Beste Anmachspruch hier auf dem Kiez. Anmachspruch? Ich lass mich nicht anmachen. Anua. Okay. Alles,
Anua. Ich blamier mich jedes Mal mit meinem schlechten Englisch, heute nicht. Besten gar kein. Gar kein? Muss man ehrlich sein. Bist du irgendwas mit dem Mond und deine Eltern? Sind deine Eltern, wie heißt der nochmal? Der Mond in mein Ghetto kracht. Nein, sind deine Eltern... Oh. Sind deine Eltern Terroristen oder schaust Bombe aus? Oh, ich glaube, da gibt es nur schlechte. Ich habe mal kurz gedacht, darf ich das sagen im Stream? Ich bin vorkommen wie am Flughafen. Hier überall, oder? Keinen guten? Nein. Oh mein Gott. Das ist jetzt keine Schulaufgabe, ne? Also, schwierig. Oh mein Gott, ich habe nicht gelernt für den Test. Ich wurde eben gefragt, ob jemand mit mir mitkommen kann, aber er hat kein Zelt dabei, meinte er. Was dachte er, du bist eine Pfadfinderin oder was? Weiß ich nicht, was er dachte. Ich bin Camper im Camp Candy. Sind mir alle eingefallen? Oh, sehr gut. Ah, das hat ein bisschen gedauert. Dann gehen wir. Amar! Amar! Amar? Ja, schaut wirklich so aus. Amar! Jetzt, wenn du so lange nachgedacht hast, das will ich okay. Nicht. Mein allergeilster, wie geht's dir? Gut geht's. Ah, den kennt man aus dem Fernsehen, von den ganzen Beiträgen. So, jetzt haben wir hier eine richtige Hamburger Kiez-Legende. Fabian Zart, zart aber herz. Wie viele Jahre Reeperbahn hast du schon auf dem Buckel? 31. Weißt du, was ich die Leute heute frage? Nein. Was ist der beste Anmachspruch, den man hier auf der Reeperbahn machen kann bei einer Frau? Bei einer Frau? Entschuldigung, Fick. Also, der Fick muss freundlich sein. Ich habe meine Nummer verloren, kann ich vielleicht deine... Ach so, Entschuldigung, Ficken. Deswegen, weil man freundlich sein muss. Verstehe. Also ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber der intelligente Chat hat es natürlich schon im Vorhinein gecheckt. Dafür hast du jetzt so lange nachgedacht. Ich bin das Montana Black-Dube von TikTok. Nein, er hat einfach alles von Get On My Level. Jetzt dieses Video hier. Mach mal einmal so, wie kannst du so sprechen auch? Ja klar, also meine Teamfreunde heute hier an der Reeperbahn. Das klingt genauso, 1:1. Also ich check nur einmal die Gegend aus, ne, auf ganz entspannt. 1:1 Montana Black. War eine 2/10. Wir beenden das Video. Okay. Gebt einen Daumen nach oben. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Danke. Boah, die sind cute, die zwei. Für Zuschauer, Leute, Daumen nach oben geben. Ich hatte wieder sehr viel Spaß auf der Hamburger Reeperbahn. Geh jetzt nach Hause. Wolltest noch was sagen, gell? Ja? Wir beenden gerade das Video, Digga. Ja, finde ich stark, aber dich kennt. Ja, finde ich stark. Und das finde ich auch an der Stelle einfach akzeptabel. Aber das bist ja nicht du, ne? Das bin nicht ich. Den Tornado jetzt mal hier. Wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Mein Name ist Marc Eggers. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Seht das alles immer mit ein bisschen Humor. Gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Ich glaube, er hat das deswegen gesagt, weil er ein bisschen Kritik bekommen hat. Jetzt macht er doch deutlich mehr Klicks. Muss man schon sagen, das geht schon ganz gut bei ihm dahin. Freue mich sehr auf ihn. Top Content, absolut verdient.